Ja, dus daar voor het vrouw. So viel Holz vor der Hitze. Oi, 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 oi. So viel. Ja, so viel. Da ist er, ja, unser Patient. Da ist er, ja. Der schaut doch eigentlich schon viel besser aus. Das Bier, die Leben schaut aus. Gut schaut aus, gell? Ja, das Bier, die Leben. Ja, ja, wer denn? Ja, du, Grudi, du, grüß dich gut. Ja, grüß dich gut. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, du, Grudi, gell? Grüß dich gut, grüß dich gut. Ja, wie geht's uns denn heut? Mir? Ja? Mir? Ja, dir. Mir ist schon lange nicht mehr so gut gegangen wie heut. Das letzte Mal, wie es mir so gut gegangen ist, da bin ich da oben in Grewald in Buff gewesen. Da ist mir auch gut gegangen. Ja. Oh, Grudi. Oh, du schaust ehrlich schlecht aus. Von der bist du der Ketzfrist überfallen. Oh, Grudi. Wie war das genau im Puff? Friedhelm. Oh, Grudi, du brauchst uns jetzt wirklich nichts vorstellen. Wir haben von deiner traurigen Diagnose schon gehört. Ja, wir waren ja tief betroffen bis quasi teilweise sogar erschüttert. Absolut. Wirklich? Ja, weil so bald hätte ich mich mit dem Geld gar nicht gerechnet. Friedhelm! Mit sowas rechnet man nicht. Mit sowas rechnet man gar nicht. Was? Ich sag dabei, wenn dir das Pfeif vorsteht am Morgen, hast du den ganzen Tag keine Sorge. Friedhelm! Onkel Rudi, da du ja keine Familie hast, haben wir dir was mitgebracht zur Erbauung. Ein Buch. Ein Buch. Gefahr für die Baute. Ach, was habe ich das nächste schon gelesen? Mag ich nicht mehr lesen. Ja, Onkel Rudi, ich habe da einen Kugelhupf heute mitgebracht. Den magst du so gern. Ja. Aber das war nicht neu, wenn ich das lassen wir uns nicht nehmen, gell? Nein, das lassen wir uns absolut nicht nehmen. Weil so bald hätten wir mit dem Geld gar nicht gerechnet. Alles, Onkel Rudi, alles darf man für dich, alles, was du willst. Ja, das trifft sehr gut, weil mich juckt eh der Bubel so stark. Freilich, Onkel Rudi, sag du was! Ja. Der Friedhelm, der kratzt dann mit Freude, der Bubel! Wir? Was? Mit Freude! Ja, freilich, Onkel Rudi! Freilich kratzt sich dein Bubel, ist ja nicht ganz klar! Wo tust du denn? Wo juckst du denn? Sag mal's! Dürfer! Nur Dürfer! Ja, mein Dürfer! Unfester! Ey, ja! Ja, wenn man sonst noch was da geht, dann finde ich nicht. Sag's halt fein. Ja, die Taumerschwestern, die wollten wir da so für die Au-pair so in Timras zu machen. Aber mir was lieber, ich mache es mehr, dann muss ich kein so wie du, weißt du? Ist gut. Oh, Onkel Rudi, jetzt ist einmal ein Stück Kugel auf, dann magst du so gern. Ja. Dann haben wir schon Drucker. Drucker, damit der ein Bier dazu. Ach, das haben wir jetzt vergessen. Ein Bier haben wir nicht dabei. Nicht dabei, ne?
Ja, nee, dat is kantine. Oh, mijn kantine. In kantine? Ja. Kantine, die is unten. Ah, da gehen wir sofort und holen dir ein Bier. Ja, wer ist jetzt wir? Ja, du halt! Hey, du, zwei Bier. In Onkel Rudi. In Onkel Rudi nimmst du drei halbe Bier mit. Gell? Ja. Drei halbe. Die kriegen wir ja ganz Jahr nicht daheim. Jetzt halt einmal deinen Mund, du bist doch auch nicht gefragt. Wo ist da für dich, Onkel Rudi? Ja. Gell? Ja. Ja, mein Gott, grüß Gott, grüß Gott. Ja, kriegen wir wieder mal Besuch? Okay, das ist mein. Das ist nicht mein Vater, das ist der Nichter. Ah, so. Ja, die Erbschwurst zucken war halt nicht gut. Die Erbschwurst zucken in der Kantine. Ja, jetzt sag's einmal, wie lang muss denn unser Onkel Rudi jetzt da noch liegen bleiben? Ja, lang kann der nicht mehr da bleiben, weil wir haben keine Schwestern mehr, die kündigen alle, weil jeder bietet ja 50 Euro, dass sie die Intimrasur da machen. Nein, das stimmt nicht. 30 Euro. Aber du musst dich irgendwo sagen wie 30 Jahre. Weil wenn du 30 Jahre, dann gebe ich ja nicht mehr 30 Euro. Nein, nein. Jetzt sag's einmal. Wie schaut's denn aus? Wie schaut's denn aus mit dem Krebs? Naja. Ich hab's ja gewusst. Ja, sollte ich vielleicht gleich, was du beim Notar einen Termin ausmachen? Geh jetzt, warte mal! Ich hätte ja wissen müssen. Ich hätte es auch wissen müssen. Ich hab immer gesagt, da in dem gleichen Lokal, da unten bei den Fischhauern, da darf man nur einen Steckerlfisch essen und ja, keinen Krebs nicht essen, weil der Krebs ist nicht gut, der Krebs taugt nichts. Ja, wie, was? Fischhauern? Ja, das ist eine ganz normale Lebensmittelvergiftung mit einer größeren Alkoholproblematik. Aber das ist ja bei uns Ärzten bestens aufgehoben, weil mit dem kennen wir uns aus. Aber wenn ich die 8 Stand von Ostern abgeschwappt habe, dann war ich verrückt, sage ich. So schaut es aus im Treppenhaus, ja? So schaut es aus. Also, guck mal, da stirbst du gar nicht. Ja, doch, er stirbt schon. 20, 30 Jahre trotzt der schon ab, glaubst du mir das? 30 Jahre? Jetzt brauchen wir einen Schnaps. Also, wir haben ja die Zeit auch nicht gestohlen. Jetzt gibt da wieder mal alles her da. Das Buch liegt auch da unten. Und Onkel Rudi, gell? Wenn es dir wieder einmal schlechter geht, dann rufst du halt an. Ja, wir melden uns dann, wenn es bergab geht mit ihm. Aber, was meine ich auch? Das Tierheim ruft ja, weil das Tierheim fällt einmal eher und nicht ich. Ach, so schaut's aus. Ja. Das Tierheim? Ja? Das ist doch ein Wahnsinn, wie viele leidige und schlechte Leute es gibt auf dieser Welt. Friedhelm, wir gehen. Jawohl! Ah, du! Ah, Moment, okay, Rudi. Wie war das nochmal Puff damals? Friedhelm!